So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, mein Life in the Woods. Heute mit einer besonderen Neuigkeit. Und zwar, wir gehen mal zum CPU-Server. Da wartet gerade auf uns was. Autsch. 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 Ja, nice. Thanks. Danke, Leute. Alles gut. Sleep mode activated. Yeah, alright. Yo. Could you come over here? Jetzt. Haltet mir nur den Idioten vom Leib. Could you come over here? Jo. Don't make lemonade. Darf ich vorstellen, das ist meine Selbstschussanlage. Is anyone there? Davon haben wir hier von einige. Hier steht zum Beispiel Cartman. Yeah, let's do this. Sag ich doch, Cartman. Ja, und das sind meine anderen beiden. Das da draußen ist ein NPC. Oh. Der da draußen ist ein NPC. Den habe ich da hingestellt. Ich muss das mit dem Set nochmal wieder korrigieren. Spaß wieder. So, hier stehen auch noch zwei als Sicherungsgarde. Und wir haben hier ein neues Tor drin. Ne, wir haben hier ein neues Tor drin. Mit Warnschild. Und? The answer is beneath us. Oh, was ist denn das? Oh, thank God! You saved my bacon, pal. Where are we going? Is this a jailbreak? Can't say a thing. Ja, das Immunsystem ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist jetzt ein geschlossener Kreis und alle laufen über einen Pulltopf. Und das ist der. Und es geht tatsächlich. Man kann alle hintereinander koppeln. Das heißt, ich kann das Ding hier riesengroß machen, was ich richtig geil finde. Ich könnte es noch größer bauen. Aber ich glaube, das reicht. So viel kriegst du hier niemals jetzt unter, dass du jemals hier alles voll kriegst. Also, das ist unmöglich. Jo, hier habe ich mein... Gut. Dann zeige ich euch das nochmal kurz zu. Und dann klicke ich mal hier drauf. Ups, so Shift gedrückt halten. So, dann erscheint hier auch das System, wie es aussieht, wie es angeschlossen ist. Dann kann man sehen. Guck mal, da oben haben wir sogar noch. Von da oben kommt sogar noch was. Ist sogar nur einer. Eins, zwei, das zwei, das einer. Jo. So, richtig einfach. Oh, jetzt denken sich bestimmt einige, um Gottes Willen, was ist das? Das ist nur halt ein technisches Utensil. So. Jo, hier haben wir, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal will ich euch das oben zeigen. Wir haben eine neue Etage. Die ist dazugekommen. Und zwar zum Schnellcraften. Für alles, was ich hier reinschmeiß. Ich bin hier gerade auch erbauen. Ich ändere das hier gerade alles ein bisschen. Hier war vorher auch hier war vorher auch das Ding drin. Das habe ich rausgemacht, weil ich brauche hier noch die Färbemaschine und ich brauche hier noch ein paar andere Sachen. Ne, ich habe den hier als Haupteinsatzgeber, wo ich das kann ich hier reinschmeißen und der wird quasi jo. Entweder verbrennt das oder er schmeißt es gleich direkt durch ins ME-System. Er ist gleich direkt durchgeschmissen. Jo.
Alles andere geht dann zur Verarbeitung hier rein. Finde ich ganz gut. So. Ja, das ist mein oberes System und jetzt kommen wir zu der letzten Vorstellung. Und das ist dies hier. Darf ich vorstellen, meine Freunde? Die Portal Gun. Damit machen wir uns Portale. So wie das da. Ich habe hier einen Portalfuß schon hingestellt. Das ist übrigens auch neu. Deswegen heißt es auch über After Humans and North. Weil wir es. Oh, ich habe so viele Mods, die ich noch ausprobieren muss. So, und wie das geht. Ja, er muss erstmal nachladen hier wieder. So, dann setze ich mal kurz meinen Kumpel aus. Na. Darf ich vorstellen? Terry Pratchett lässt grüßen. Wer es nicht weiß, der Zauberer und seine Truhe. Wer es nicht kennen sollte, dem werde ich das jetzt mal erklären. Und zwar geht es um Terry Pratchett und um die Scheibenwelt. Die Scheibenwelt ist ja eine fliegende Schildkröte, die durchs Ei fliegt auf vier Elefanten. Und auf dieser Schildkröte befindet sich die Scheibenwelt. Und in Ankh-Morpork zum Beispiel, da ist ja die Zauberergilde oder die Zaubererschule, wo auch der berühmte Zauberer Rincewind zur Schule geht oder Zauberer ist halt. Ne? Und da hat er ja auch die Truhe her. Also die Truhe hat er eigentlich ja geschenkt gekriegt von einem. Ja, das sind alles Geschichten. Also, wer es kennt, weiß, was ich meine. Also auf jeden Fall ist das hier die Truhe. Und hier behält auch alles drin. So, das mal eben halt zur Scheibenwelt. So. Habe ich denn noch was vergessen? Hier. Ist. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ich habe euch erstmal eine kleine Mod-Vorstellung gegeben, was uns noch erwartet. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei mir auf dem Sender bei Minecraft Mine Life in the Woods. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst doch mal ein Däumchen da oder ein Abo, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge beim Let's Play von Minecraft Mine Life in the Woods. Also, bis zum nächsten Mal. Wieder schauen. Reingehauen. Bis denn, macht's gut und tschüss.